gut mit Luft nach oben. So bewerten Polizei und Bundeswehr ihre gemeinsame Antiterrorübung. 3 Tage lang wurde im Sonderlagerraum in der Fahr der Ernstfall geprobt. Die Übung war aus meiner Sicht erfolgreich, weil sie auf der einen Seite gezeigt hat, dass es noch genug gibt, was wir noch weiter bearbeiten müssen. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch gesehen, dass wir in einigen Bereichen, die für uns wesentlich sind, schon sehr gut vorbereitet sind. Und das gibt mir auch ein gutes Gefühl. Die Übung fand rein theoretisch am grünen Tisch statt. Das Szenario: zahlreiche Anschläge im gesamten Bundesgebiet, gefolgt von 2 Attentaten auf Bremer Schulen. Während der Übung gab das Militär ausnahmsweise keine Befehle, sondern wurde von der Polizei herumkommandiert. Das ist überhaupt kein Problem, sondern der Auftrag ist wichtig. Und der Auftrag für ein Landeskommando oder für uns als Soldaten ist es, die Bevölkerung zu schützen. Und wer da der Vorgesetzte ist, spielt in letzter Konsequenz überhaupt keine Rolle. Und in so einer Lage hat die größere Erfahrung eindeutig die Polizei. Und deswegen hat sich die Bundeswehr dort zu unterstellen. Die Opposition in der Bürgerschaft reagiert durchmischt. Polizei ist polizeilich ausgebildet. Auch von der Arbeit ist die polizeilich ausgebildet. Das ist die Bundeswehr überhaupt nicht. Die Bundeswehr kann keine polizeilichen Arbeiten erledigen. Die kann eigentlich nur Objektschutz oder so etwas machen. Die Bundeswehr hat einen ganz klaren Auftrag. Sie soll unser Land verteidigen und hat natürlich da auch einen klaren bedingten Tötungsauftrag. Den hat die Polizei nicht. Wir haben gerade im Bereich der Terrorlagen, wir haben im Bereich der Katastrophenlagen teilweise so überdimensionale Probleme in der Logistik, im Fahrzeugtransporten, in der Funktechnik und so weiter und so weiter, dass die Bundeswehr, wie ich finde, weil sie auch mit Steuergeldern ausgestattet worden ist, durchaus helfen kann. An der Polizei und der Armee soll es nicht liegen. Die wünschen sich eine Fortsetzung. Dann sollen aber echte Truppen und Panzerfahrzeuge bewegt werden.